Hallo und willkommen zurück zu der Einführung in die Sprachwissenschaft. Unser heutiges Thema ist ein pragmatisches Thema und wir beschäftigen uns heute mit den Sprechakten. Und zwar werden wir uns anschauen, was Sprechakte überhaupt sind und welche Klassifikation der Sprechakte es gibt. Und dann werde ich noch ein paar Worte dazu sagen, was eigentlich indirekte Sprechakte sind und wie man sie erkennen kann. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück oder sogar zwei Schritte zurück zu der Definition der Pragmatik, die ich Ihnen am Anfang der pragmatischen Sitzungen gegeben habe und in der ich gesagt habe, dass die Pragmatik die Teildisziplin der Sprachwissenschaft ist, die sich mit kontextabhängigen Aspekten der Bedeutung beschäftigt und den Gebrauch von Sprachäußerungen in konkreten Kommunikationssituationen untersucht. Worum es heute vor allem gehen wird, sind diese Sprachäußerungen in konkreten Kommunikationssituationen. Letztes Mal haben wir uns angeschaut, was das Gemeinte sein kann, neben der Sprachäußerung in einem konkreten Kommunikationskontext. Heute schauen wir uns die Funktion der Sprachäußerung in einem konkreten Kommunikationskontext. Ich komme auch wieder zurück auf den Satz, den ich Ihnen präsentiert habe, oder auf die Äußerung, die ich Ihnen präsentiert habe. Ich bin gestern dem Clown aus dem Zirkus Knie begegnet und erinnere Sie daran, dass wir in dieser konkreten Äußerung immer eine Ausdrucksbedeutung ausmachen können, das heißt die Bedeutung der Wörter für sich genommen, die Äußerungsbedeutung, die in einem konkreten Kontext erst zum Vorschein kommt, aber auch einen kommunikativen Sinn, das heißt die Funktion dieser Äußerung in einem konkreten Kontext. Und wir haben ja auch gesagt, dass die Semantik sich mit der Ausdrucksbedeutung für sich genommen beschäftigt, während wir auf der pragmatischen Seite eben die Äußerungsbedeutung mithilfe der deiktischen Ausdrücke erschließen können, aber auch den kommunikativen Sinn, das heißt, was will ich eigentlich als Sprecherin mit dieser Äußerung aussagen, was will ich damit machen, was ist meine kommunikative Handlung. In diesem Fall haben wir gesagt, dass es die Mitteilung einer Information ist, aber wir werden uns heute genau diesen Aspekt hier ansehen, den kommunikativen Sinn, den wir nun ab jetzt die Sprechakte nennen werden. Was sind eigentlich die Sprechakte? Woraus bestehen sie? Was hat es überhaupt mit dem Sprechen zu tun und mit dem Agieren oder mit den Akten zu tun? Das war nämlich ein amerikanischer Sprachwissenschaftler und Sprachphilosoph John Austin, der sich mit den Äußerungen beschäftigt hat und sich als erster diese Frage gestellt hat, beziehungsweise als erster eine erste Klassifikation formuliert hat und in der er zwischen den sogenannten performativen Äußerungen und den konstatierenden Äußerungen oder Aussagen unterschieden hat. Als Beispiele könnte man für eine performativere Äußerung einen Satz wie "Ich bitte um Entschuldigung" anführen, während eine konstatierende Äußerung oder eine Aussage eine Äußerung wäre wie "Ich schlage das Eiweiß steif". Warum ist denn die eine performativ und die andere konstatierend? Austin hat gesagt, dass performative Äußerungen eigentlich getan werden oder vollzogen werden, das sind eigentlich Handlungen, ja, mit denen machen wir irgendetwas. Während mit den konstatierenden Äußerungen einfach nur etwas gesagt wird, geäußert wird. Performative Äußerungen können zum Beispiel glücken oder missglücken, hat er formuliert. Das heißt, wenn ich jemanden um Entschuldigung bitte, kann es sein, dass ich diese Entschuldigung bekomme oder nicht. Das heißt, meine Entschuldigung akzeptiert wird oder nicht akzeptiert wird. Das hat also Konsequenzen in der Welt. Während konstatierende Äußerungen auf der anderen Seite wahr oder falsch sein können. Ja? Entweder ist es wahr, was ich sage, oder ist es nicht wahr, was ich sage. Und er hat ja auch angemerkt oder er hat es gesehen, dass die typische sprachliche Form für eine performative Äußerung, eine Äußerung in der ersten Person Singular indikativ aktiv ist, ich bitte, häufig mit einem sogenannten performativen Verb. Wir werden uns gleich ansehen, was diese performativen Verben sind. Und im Deutschen zum Beispiel haben wir häufig ein Wörtchen wie hiermit dabei. Hiermit bitte ich um Entschuldigung.
was ich dagegen aber bei der konstatierenden Äußerung nicht sagen kann. Konstatierende Äußerungen haben sehr viele sprachliche Formen, in denen sie auftreten können, in denen sie vorkommen können. Sie sind nicht an eine bestimmte sprachliche Form gebunden. Ich habe gesagt, ich sage Ihnen gleich, was performative Verben sind. Ein performatives Verb ist ein Verb, das dazu verwendet werden kann, den von ihm bezeichneten Sprechakt auszuführen. Das bedeutet, ich sage nicht nur etwas, sondern ich mache etwas mit meiner Äußerung. Und das Verb, was mit meiner Äußerung steckt, bezeichnet das, was ich mit meiner Äußerung mache. Und hier ist die Formel. Ich habe gesagt, dass die performativen Äußerungen häufig an eine bestimmte sprachliche Form gebunden sind. Und diese sprachliche Form kann folgendermaßen formuliert werden für das Deutsche. Erste Person Singular, ich. Hier kommt ein performatives Verb rein. Und dann ist häufig ja auch der Angesprochene oder der Hörer mit in der Äußerung, weil wir ja handeln gegenüber den anderen und dieser andere ist häufig dann der Hörer. Ne? Dieses Wörtchen hier mit, das ich erwähnt habe. Und dann kommt eigentlich die Aussage, was, ja, über was gehandelt werden soll. Beispiele für performative Verben sind zum Beispiel Fragen. Ich frage dich hiermit, ob du mit mir ins Kino mitkommen willst. Ne? Ich rate dir hiermit, dass du dich gut auf deine Prüfung vorbereitest. Verbieten ist ein performatives Verb, weil indem sie sagen, ich verbiete dir etwas, tun sie es ja auch gleichzeitig. Warnen oder bitten, ich bitte dich um etwas, indem ich das ausspreche, mache ich das ja auch, ja? Vollziehe ich eine Bitte. Versprechen ist ein performatives Verb. Taufen ist auch ein Verb, das performativ ist. Nun hat Austin dann irgendwann gesagt, nachdem er diese Klassifikation von performativen und konstatierenden Äußerungen aufgestellt hat, hat er sich eine globalere Frage gestellt, indem er Folgendes formuliert hat. Nun müssen wir uns aber fragen, ob das Vorbringen einer konstatierenden Äußerung nicht schließlich auch der Vollzug eines Aktes ist, des Aussageaktes nämlich. Ist Aussage im gleichen Sinne ein Akt wie heiraten, entschuldigen, wetten und so weiter? Und dann die Folgerung daraus, was wir brauchen, ist wohl eine allgemeine Theorie dieser Sprachhandlungen. Das heißt, er hat zuerst diese Dichotomie, diese Zweiteilung der Äußerungen ausgearbeitet, bei denen er gesagt hat, mit den einen handeln wir, tun wir etwas, vollziehen Akte. Warnen, bitten, versprechen mit den performativen. Und mit den konstatierenden sagen wir bloß etwas aus. Und nachdem er daran gearbeitet hat, hat er sich überlegt, aber ist Aussagen vielleicht genauso eine Handlung wie eine performative Handlung? Während nun diese allgemeine Theorie der Sprachhandlungen oder der Sprechakte dann geliefert hat, war sein Schüler, sein Student John Searle. Und was ich Ihnen gleich vorstelle, ist die Klassifikation, die Beschreibung der Sprechakte und die Klassifikation der Sprechakte, die im Wesentlichen auf dem Modell von John Searle basiert. Was hat er formuliert zu einem Sprechakt? Das ist jetzt ein bisschen längeres Zitat, aber das wird uns dabei helfen, zu verstehen, wie ein Sprechakt, wie eine Äußerung überhaupt aufgebaut ist. Searle hat es folgendermaßen formuliert. In einer typischen Sprechsituation mit einem Sprecher, einem Hörer und einer Äußerung des Sprechers gibt es viele Arten von charakteristischen Akten, die mit der Äußerung des Sprechers verbunden sind. Das heißt, es geht nicht nur um einen Akt. Immer wenn wir etwas aussprechen, immer wenn wir eine Äußerung tätigen, vollziehen wir mehrere charakteristische Akte. Welche sind das? Der Sprecher wird spezifischerweise Gaumen und Zunge bewegen und Geräusche erzeugen. Das ist das, was wir wahrnehmen können. Ja? Wir bewegen unseren Artikulationsapparat, wir erzeugen Geräusche, sodass der Hörer auf uns aufmerksam wird. Außerdem
wird er einige Akte vollziehen innerhalb der Klasse derjenigen Akte, welche Information, Irritation oder Langeweile des Zuhörers einschließen. Es gibt eine Auswirkung auf den Hörer dadurch, dass ich eine Äußerung tätige. Er wird ferner einige Akte innerhalb der Klasse derjenigen Akte vollziehen, welche die Referenz auf Kennedy oder Khrushchev oder den Nordpol einschließen. Also, ich referiere mit meinen Akten. Ja? Ich sage Ihnen irgendetwas oder ich als Speicherin sage dem Hörer irgendetwas, wobei ich auf etwas referiere in der außersprachlichen Welt. Und schließlich wird er auch Akte vollziehen, die zur Klasse derjenigen Akte gehören, welche die Tatsache berücksichtigen, dass man Feststellungen trifft, Fragen stellt, Befehle erteilt, Berichte gibt, Grüße und Warnungen ausspricht. Ich handle mit meiner Äußerung und ich vollziehe Akte, die eine Funktion erfüllen, eine kommunikative Funktion erfüllen. Und dieses Ganze, was ich Ihnen gerade vorgelesen habe und auch in verschiedenen Farben markiert habe, könnte man zusammenfassen in eine Klassifikation der Teilakte einer Äußerung. Ein Sprechakt besteht aus 4 unterschiedlichen Akten, ja, die wir vollziehen. Äußerungsakt ist die Äußerung eines Satzes. Wir hatten das hier in Blau. Der Sprecher wird spezifischerweise Gaumen und Zunge bewegen, Geräusche erzeugen, irgendetwas produzieren, was wir als Wörter erkennen, irgendetwas produzieren, was wir als Wörter einer bestimmten Sprache erkennen, was wir als Sätze einer bestimmten Sprache erkennen. Und wenn wir das tun, dann können wir sagen, dass die Äußerung grammatisch wohlgeformt ist oder nicht. Der nächste Teilakt, den wir vollziehen, wenn wir eine Äußerung aussprechen, ist der sogenannte propositionale Akt, der darauf ausgerichtet ist, eine Proposition zu realisieren. Ja, das ist das, was ich hier mit diesem eher helleren Grün markiert habe. Ja, Akt der Referenz auf irgendetwas Außersprachliches. Ja? Und wenn ich eine Proposition realisiere, kann diese Proposition eben wahr oder falsch sein. Der dritte Teilakt, den der Sprecher realisiert, wenn er einen Sprechakt ausspricht, ist der sogenannte illokutive Akt. Und das ist genau dieser Akt, der häufig einfach mit dem Wort Sprechakt gleichgesetzt wird. Und so werden wir es ja auch tun, wenn wir im nächsten Schritt uns die Klassifikation der Sprechakte anschauen, ist das eigentlich die Klassifikation der illokutiven Sprechakte, also nur des Teilaktes, des illokutiven Teilaktes eines großen Sprechaktes. Und der illokutive Sprechakt realisiert einen Handlungswert. Ja, wir vollziehen eine Handlung, indem wir eine Äußerung tätigen. Und diese Handlung kann nun glücken oder nicht glücken, wie bei den performativen Äußerungen von Austin. Wir erinnern sich sicherlich noch. Ja, weil die Handlungswerte können es sein, hier in Blau markiert, hier in dunklem Blau. Ja, ich kann eine Feststellung treffen, ich kann eine Frage stellen, ich kann einen Befehl erteilen, ich kann einen Bericht geben oder Grüße und Warnungen aussprechen. Und der vierte Bestandteil eines Aktes ist der sogenannte perlokutive Akt. Und das ist genau der Akt, mit dem ich irgendwelche Wirkungen auf den Hörer erzeugen kann. Erzeuge ich eine Wirkung auf den Hörer, ist mein Sprechakt, ist mein perlokutiver Akt erfolgreich. Erzeuge ich aber nicht die Wirkung, die ich intendiert habe, ist mein perlokutiver Akt nicht erfolgreich. Und an dieser Stelle muss man sagen, dass in Bezug auf die perlokutiven Akte die pragmatische Theorie der Sprechakte eigentlich unterentwickelt ist. Ja, wir wissen, was propositionale Akte sind, was Äußerungsakte sind. Wir haben eine Klassifikation der illokutiven Akte. Aber die perlokutiven Akte werden bis jetzt ein bisschen stiefmütterlich behandelt, sodass man eigentlich in der pragmatischen Literatur nicht viel zu den Perlokutionen findet. Aber die Grundlage, die durch Searle gelegt war bei den Bestandteilen eines Sprechaktes, die ist immer noch valide. Ein Beispiel, wenn ich Ihnen jetzt sage, zum Beispiel, es bleiben 2 Wochen bis zur Prüfung,
dann ist der Äußerungsakt oder der Teilakt der Äußerung eben die Äußerung der Wörter, der Laute, die sie als Deutsch wahrnehmen und als einen wohlgeformten deutschen Satz akzeptieren würden. Es bleiben 2 Wochen bis zur Prüfung. Die Aussprache eben eines Satzes. Der propositionale Akt, worauf beziehe ich mich eigentlich? Worauf referiere ich? Ich referiere auf eine Prüfung. Es existiert offensichtlich eine Prüfung. Und diese Prüfung findet in 2 Wochen statt. Entweder ist es wahr oder ist es falsch. Ja, das kann man überprüfen. Der illokutive Akt könnte variieren, abhängig davon, in welchem Kontext ich diesen Satz ausspreche. Es kann sein, dass ich Ihnen einfach Informationen gebe und dann ist es eine Mitteilung der Information. Aber es könnte auch sein, dass ich Sie warnen möchte, dass Sie doch bitte schneller oder intensiver auf die Prüfung sich vorbereiten, ja? Und nicht einfach nur weiter sich entspannen oder so. Und der perlokutive Akt, welche Wirkung möchte ich auf Sie erzeugen, wenn ich Ihnen sage, es bleiben 2 Wochen bis zur Prüfung? Dass ich möchte, dass Sie mehr Lernzeit einplanen, zum Beispiel, ja, nicht, dass Sie Panik bekommen. In einigen Fällen könnte man ja argumentieren, ich möchte, dass Sie Panik bekommen, aber normalerweise möchte ich auf Sie die Wirkung ausüben, dass Sie dann sich überlegen, okay, ich brauche mehr Lernzeit, ich muss mir vielleicht nochmal die Sachen anschauen bis zur Prüfung und so weiter. Und das sind diese 4 Teilakte eines Sprechaktes, in die wir jede Äußerung aufspalten können. Und hier kommt die Klassifikation der illokutionären oder der illokutiven Akte, die ich Ihnen versprochen habe. Das bedeutet, wir beschäftigen uns jetzt eben mit diesem 3. Teilakt der Handlung. Was macht der Sprecher, während er eine Äußerung tätigt? Und es gibt insgesamt 5 Typen davon und wir gehen jetzt jeden einzelnen durch. Der erste Typ sind sogenannte repräsentative oder assertive Sprechakte. Ich habe immer in der 2. Spalte ein Beispiel dafür und ich nehme immer wieder ein performatives Verb, mit dem wir diesen Sprechakt sozusagen explizit bezeichnen können. Ich behaupte das. Ich stelle fest, dass. Ich drücke aus, dass. Ja. Die wesentliche Regel ist, ich lege mich, steht für Sprecher. Ja. Sprecher legt sich auf die Wahrheit einer Proposition fest. Und ich kann mich erst dann auf die Wahrheit einer Proposition festlegen, wenn ich daran glaube. Das heißt, ich muss davon ausgehen, dass etwas wahr ist und daran glauben, dass es wahr ist, wenn ich Ihnen etwas sage. Und das letzte Kriterium des repräsentativen Sprechaktes ist, dass die Anpassungsrichtung die sogenannte Wort-an-Welt-Anpassung ist. Ich versuche Ihnen gleich zu erklären, was das bedeutet. Wenn ich einen Satz sage wie die Erde ist rund, dann tätige ich damit einen repräsentativen oder assertiven Sprechakt. Ich möchte damit behaupten, dass die Erde rund ist. Ich könnte auch sagen, davor stellen, ich behaupte, Doppelpunkt, die Erde ist rund. Damit habe ich meinen Satz explizit, Sprechakt auch explizit als eine Behauptung oder als ein Assertiv bezeichnet. Ich kann es ja aber unterlassen, denn Sie sehen ja an der Form und an der Funktion, dass es ein repräsentativer Sprechakt ist. So. Ich lege mich auf die Wahrheit der Proposition fest. Das bedeutet, wenn ich Ihnen sage, die Erde ist rund, gehe ich davon aus, dass es wahr ist. Und dass Sie diese Wahrheit auch im Zweifelsfall verneinen können, bestreiten können oder sagen können, nein, das ist nicht wahr, was du sagst. Ich glaube daran, dass die Erde rund ist und deswegen sage ich das. Und die Anpassungsrichtung meiner Äußerung ist die Anpassung Wort an Welt, was nichts anderes bedeutet, als dass meine Worte, die ich ausspreche, die Erde ist rund, sich an die Welt anpassen. Deswegen ist es wichtig, dass es um die Wahrheit geht. Das bedeutet, in der Welt gibt es eine Erde, die rund ist und mit meinen Worten, mit meiner Äußerung, versuche ich,
mich an die Welt anzupassen. Ich versuche, meine Worte an die Welt anzupassen. Die Welt existiert. Ich formuliere einen Satz, ich formuliere eine Äußerung, die an Welt, ja, an den Weltzustand angepasst wird. Es geht aber auch in die andere Richtung. Wir sehen uns das gleich an. Der zweite Sprechakttyp oder elokutiver Typ ist der direktive Sprechakt. Und der direktive Sprechakt, den wir mit Beispielen wie auffordern, befehlen, bitten, formulieren können. In diesem Sprechakt will Sprecher den Hörer zur Ausführung einer Handlung verpflichten. Ich als Sprecher möchte, dass der Hörer etwas macht, eine Handlung ausführt. Der psychische Zustand von mir, der dazu führt, ist der Wunsch. Ich möchte, dass der Hörer etwas für mich macht. Und die Anpassungsrichtung ist dabei eine umgekehrte. In diesem Fall muss die Welt an mein Wort angepasst werden. Ja? Denn der Hörer hat es ja noch nicht gemacht. Ich will, dass es noch gemacht wird. Das heißt, die Welt ist noch nicht in dem Zustand, den ich mir wünsche. Wenn zum Beispiel das Fenster im Raum offen steht und ich Ihnen sage, schließen Sie bitte das Fenster, dann möchte ich, dass die Welt sich an meine Worte anpasst oder dass Sie etwas tun, so dass der Zustand der Welt meinen Wörtern entspricht. Deswegen ist die Anpassungsrichtung die umgekehrte. Welt wird angepasst an Wort. Wort gibt es schon und die Welt sich doch bitte daran anpassen. Der kommissive Sprechakt ist dem direktiven sehr, sehr nahe. Sie sehen hier, wir haben die gleiche Anpassungsrichtung. In der Welt gibt es noch etwas nicht und ich möchte, dass sich die Welt meinen Worten anpasst, wenn ich diesen Sprechakt äußere oder vollziehe. Kommissive werden mit Beispielen angegeben wie Versprechen, Anbieten und Drohen. Und in diesem Fall verpflichtet sich der Sprecher selbst zur Ausführung einer Handlung. Ich möchte nicht, dass der Hörer etwas für mich macht. Ich sage, dass ich etwas selbst in der Zukunft mache. Und der Zustand meiner Psyche, in dem ich das ausspreche, ist die Absicht. Ich beabsichtige, etwas zu tun, deswegen verspreche ich das. Es ist aber noch nicht getan, deswegen ist die Welt noch nicht in dem Zustand, in dem mein Wort ist. Deswegen wird die Welt an Wort angepasst. Wenn ich Ihnen verspreche, oder wenn ich einer Freundin verspreche, dass ich ihr das Buch morgen zurückgebe, ich gebe es dir morgen wieder, gib mir das heute, ich gebe es dir morgen wieder, dann ist es ein Versprechen, dann hat sie es heute noch nicht, aber die Welt wird ans Wort angepasst. Der vierte Typ der Sprechakte, der elokutiven Sprechakte, sind die expressiven Sprechakte. Da sind die Akte des Dankens, Entschuldigens, Willkommen heißens und so weiter. Und hier ist es so, dass der Sprecher eigentlich einen Zustand zum Ausdruck bringt. Ja? Welcher Zustand das sein kann, ist variabel. Wenn ich jemandem danke, dann bin ich dankbar. Wenn ich mich bei jemandem entschuldige, dann fühle ich mich schuldig. Ja? Deswegen kann der Zustand variieren. Deswegen steht hier einfach nur der Zustand. Ja? Wenn ich jemanden willkommen heiße, dann freue ich mich, dass jemand gekommen ist. Wenn ich meine Freude ausdrücke, dann ist es der Zustand der Freude. Hier ist ein Beispiel dazu. Wenn ich sage, ich danke Ihnen, dann bringe ich damit meinen Dank zum Ausdruck oder meinen psychischen Zustand des Dankes zum Ausdruck. Mit diesen Worten, die ich ausspreche, mit dieser Äußerung, verändere ich nicht die Welt. Ich bilde auch nicht etwas in der Welt ab. Ja, ich sage nicht, die Erde ist rund. Ja, worum es geht, ist bloß um meinen Zustand. Das verändert nicht die Welt. Meine Worte verändern nicht die Welt. Meine Worte passen sich auch nicht an die Welt an. Ich fühle etwas. Ich habe einen psychischen Zustand und ich bringe ihn zum Ausdruck. Das hat mit der Welt nichts zu tun, das hat nur mit mir was zu tun. Richtig? Der letzte Typ sind die Deklarationen. Die Deklarationen sind solche Akte wie zum Beispiel die Akte des Taufens, des Ernennens
der Kriegserklärung oder Zurücktreten in einer bestimmten Funktion. Und die Deklarationen werden definiert als Akte, die einen bestimmten Weltzustand erst herstellen. Und diese Akte sind häufig an bestimmte institutionellen Vorgaben gebunden. Sie sind nur in bestimmten Kontexten durchführbar. Psychischer Zustand ist dabei nicht wichtig, weil dabei eben eher die soziale, eher die institutionelle Funktion des Sprechers wichtig ist. Und die Anpassungsrichtung ist dabei doppelt. Was diese doppelt bedeutet, zeige ich Ihnen gleich. Wenn ich zum Beispiel, ich kann es nicht machen, ja, das kann nur eine bestimmte Person machen, die die Macht besitzt oder die in der Funktion auftritt, jemanden zu Mann und Frau zu erklären oder erklären zu können. Wenn also diese eine Person die Kraft Amtes so etwas aussprechen darf, und kann, sagt, hiermit erkläre ich sie zu Mann und Frau, dann wird dadurch ein Weltzustand generiert. Diese Mann und Frau, die ich jetzt hier piktografisch dargestellt habe, sie sind ja noch nicht Mann und Frau, bevor diese Worte ausgesprochen sind. Ja? Ich stelle mit diesen Worten oder der Sprecher stellt mit diesen Worten einen bestimmten Weltzustand her. Ohne diese Worte sind diese Menschen nicht Mann und Frau. Richtig? Die doppelte Anpassungsrichtung Wort an Welt und Welt an Wort ergibt sich daraus, dass ich erstens mit meinen Worten einen neuen Weltzustand generiere oder herstelle, sie sind jetzt Mann und Frau, und in der gleichen Sekunde, im gleichen Moment diesen Zustand hier auch abbilde. Es ist ja auch in dem, es wird auch in dem Moment gleichzeitig wahr, dass dieses Paar jetzt Mann und Frau sind. Das heißt, sowohl ändert sich die Welt entsprechend meinen Worten, aber auch meine Worte passen jetzt auf einmal auf die Welt, weil ich diesen Zustand neu erzeugt habe. Das sind die Deklarationen. Und häufig sind die Deklarationen, haben sie diese Formel, wie bei den performativen Sprechakten, die ich am Anfang als performative Äußerung von Austin eingeführt habe. Das ist nochmal die Zusammenstellung. Wir haben fünf davon: repräsentative, direktive, kommissive, expressive Akte und die Deklarationen, die wie folgt klassifiziert werden können. Ein letztes Wort nochmal und ganz kurz zu den indirekten Sprechakten. Jetzt haben wir gesagt, alles, was wir machen, kann man eigentlich in diese fünf unterschiedliche Typen von Sprechakten unterteilen. Aber häufig passiert, wir sind ja in der Pragmatik, wir sind ja in einer bestimmten Kommunikationssituation, wo einiges gesagt wird, aber vieles andere mitgemeint werden könnte. Ja, und das ist das, worüber wir letztes Mal gesprochen haben. Und damit möchte ich jetzt eine Schleife zurückmachen, zu den Implikatoren, die in einem bestimmten Kontext entstehen können oder auch in bestimmten Kontexten immer wieder ausgelöst werden. Und indirekte Sprechakte können nach einer der gängigen pragmatischen Theorien interpretiert werden als Implikatoren. Ich zeige Ihnen aber zuerst, was ich damit meine. Ich habe die Wahl, wenn ich einen wenn ich einen elokutiven Sprechakt vollziehen möchte, habe ich die Wahl zwischen einer Menge an sprachlichen Ausdrücken, die ich benutzen kann. Wenn ich jemanden um etwas bitten möchte, habe ich die Wahl zwischen, ich kann ganz explizit sagen, ich bitte dich, gib mir das Salz. Oder ich kann einfach nur sagen, gib mir das Salz. Oder ich kann sagen, gib mir bitte das Salz, wenn ich am Tisch sitze und dann das Salz nicht reiche. Und in diesem Sinne vollziehe ich einen direkten Sprechakt, weil der Hörer direkt an der Form des Aktes, hier zum Beispiel am Imperativ, sofort erkennen kann, oh, das ist ein Aufforderungssatz, das ist eine Direktive. Also Sprecher möchte, dass der Hörer eine Handlung für ihn ausführt. Er möchte, dass die Welt an seine Worte angepasst wird. Ja, er hat das Salz nicht, er möchte aber das Salz haben.
Wenn ich dagegen mich für eine andere Form entscheide und so etwas sage wie, kannst du mir das Salz reichen? Oder kommst du an das Salz heran? Dann ist das, was ich sage, was ich explizit sage, ist eigentlich, formuliere ich eine Frage. Ja? Es hat die Form einer Frage, es ist ein Verb-Erstsatz, also mit dem Verb in der ersten Position. Das ist eine Entscheidungsfrage, kannst du mir das Salz reichen? Eigentlich erwarten wir da die Frage ja oder die Antwort ja oder nein. Oder kommst du an das Salz heran? Ja oder nein. Aber in einem bestimmten Kontext, in einem bestimmten Setting, wo wir am Tisch sitzen, werden bestimmte Inferenzprozesse, Schlussfolgerungsprozesse angestoßen, ne, angeregt. Und in solchen Fällen, wie kannst du mir das Salz reichen, werden überhaupt keine Inferenzprozesse mehr angeregt, weil wir konventionell, per konventionelle Implikatur, mit dieser Frage eigentlich verbinden, dass es sich um eine Bitte handelt. So dass wir im Deutschen heute sogar sagen können, kannst du mir bitte das Salz reichen oder könntest du mir bitte das Salz reichen, wo wir nochmal diese Bitte ja auch direkt zum Ausdruck bringen können. Also, indirekt ist dabei was? Direkt ist es eine Frage. Ausgesprochen, gesagt. Gemeint ist es aber als eine Bitte. Und in diesem Sinne ist Bitte indirekt durch die Frage ausgedrückt. In diesem Sinne handelt es sich um einen indirekten Sprechakt. Oder ich habe den Satz wie zum Beispiel, ich hätte gerne das Salz. Was ist das für ein Sprechakt? Das ist eigentlich eine Assertion, ein assertiver Sprechakt. Ich stelle fest, ich hätte gerne das Salz. Ich informiere jemanden darüber, dass ich gerne das Salz hätte. Ja? Aber Sie verstehen es oder die Hörer verstehen das wiederum als eine Bitte. Das bedeutet, die primäre illokutive Kraft dieser Äußerung ist eigentlich Assertion. Direkt. Aber indirekt wird dadurch eine Bitte ausgedrückt. Und Sie werden merken, wenn Sie ein bisschen aufpassen und ein bisschen zuhören und so ein bisschen interpretieren, was eigentlich gesagt wird in konkreten Situationen, dann werden Sie merken, dass sehr, sehr viele Sprechakte nicht auf dem direkten Weg, sondern eher auf dem indirekten Weg ausgedrückt werden von den Sprechern. Und sehr häufig passiert das in der Domäne der Höflichkeit und in der Domäne der sozialen Distanz. Und damit bin ich eigentlich am Ende meiner heutigen Sitzung angekommen und erinnere Sie wie immer daran, dass Sie einiges noch zu tun haben, um diese Sitzung nachzubereiten. Und damit will ich auch sagen, dass wir am Ende der Lektion des gesamten Kurses Einführung in die Sprachwissenschaft angekommen sind. Und den Kurs damit abgeschlossen haben. Machen Sie es gut. Ich sage Ihnen ja auch nicht mehr bis zum nächsten Mal, sondern bis zum nächsten Kurs. Tschüss.